Wenn wir hier jetzt schon den Tank am Schlafen haben. Okay, aber der Tank kriegt trotzdem den Schaden. Das ist gut, er wacht auch sofort auf gerade. Das sollte doch reichen, ne? Ja, wunderbar. So, dann erneuern wir hier mal den Meteor... Ne, den Feuerball meine ich. So. Und... Zornerbestie, hopp. Also wir brauchen den nicht mehr schlafen legen. Wenn der jetzt aufwacht, ist nicht so schlimm. So, Doppelschlag. Der macht inzwischen auch schon 50 Damage. Nicht schlecht. Wir sollten vielleicht mal Gaias Segen machen, ne? Also die sehen Mana-mäßig gerade nicht mehr so gut aus. Magie-mäßig. Herzschuss. Bis auf natürlich den Jäger, der hat Mana ohne Ende, warum auch immer. So. Hat er kein Magie-Item, ne? Nee. Ja, und sie hat einen neuen fallen lassen von den Kleinen, war ja klar. Also machen wir einmal Meteor. Und ja, ich mache das wirklich. Ich mache einmal Gaias Segen. So. Damit auch Fräulein Goldbeere nicht aus out of Mana geht. Das wäre irgendwie sehr unschön. Da kommt doch mit der meiste Schaden her, zusammen mit dem Magier. Herzschuss, na komm, das Ding muss doch jetzt irgendwann mal den Löffel abgeben. Das war's, sehr schön. Feuerball war das. Verzeihung, ist mir gerade nicht eingefallen. So, apropos Feuerball, da. Und hier einmal den Zahn der Bestie da drauf. Die zwei müssen wir jetzt nur noch irgendwie runterprügeln. Das sollte ja relativ schnell gehen. Das könnte reichen. Also wenn jetzt der Brandeffekt zuschlägt quasi. Herz chaussieren. Hat nicht ganz gelangt. Aber wenn ich jetzt einen Meteor mache. Zack. Wunderbar. Und jetzt einfach an Schaden raushauen, was geht. Doppelschlag. Dumm. Paladin wird wieder schlafen geschickt. Sehr schade, aber macht nichts. Kriegen wir hin. So, Victory. 13.500 EP. Na, Halleluja. Und 200 Gold und ein Silberring. Stufenaufstieg bei Magier und beim Druiden. Ja, ich erhöhe mal wieder Meteor. Und beim Druiden. Bin ich fast der Meinung, könnte ich mal am Schaden arbeiten so langsam, ne? Dass der ein bisschen mehr raushauen kann. So, gehen wir nochmal Regen. Auf ins Wirtshaus. Und Quest. Na, haltet Stand! Ach, hätten wir in dieser Burg. Hätten wir in dieser Burg doch mehr Ritter? Die Gruppe wird angegriffen. Was bist du? Eigentlich wollte ich jetzt nur wissen, was es ist. Finde ich doof, dass man keine Gegnerinformationen kriegt, so mit Namen und so. Also im Kampf zumindest nicht. So, halt nee, nicht Betäubungsschlag, sondern Doppelschlag. So, hält nicht viel aus, das ist gut. Der Paladin haut als erstes sein Schild an, der kann das gut gebrauchen. Einer der neu gesteigerte Meteor vom Magier. Ums. Die Regeneration auf den Druiden. Jetzt kriegt bestimmt der Druide auf den Paladin. Jetzt kommt bestimmt gleich der Druide was ab. Einmal Pfeilhagel. Bisschen Massenschaden. Nee, es geht auf den Paladin. Ist sehr gut. Und auf Fräulein Goldbeere. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen hier, verschwinden. Aber es ist ja doch ein Blutungseffekt. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Schlag des Anführers. Und ein Feuerball auf den Anführer. Also auf den Dicken in der Mitte. Sehr schön, der Druide kommt nochmal dran und kann Fräulein Goldbeere den Heilzauber drauf machen. Herzschuss auch auf den Dicken. So, der Paladin kriegt ordentlich Schaden ab. Und der Blutungseffekt hier ist echt auch nicht ohne. Das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Fürchtet, der Paladin muss sich heilen, weil sonst überlebt er die Runde nicht. Holla, holla, holla. Mal auf, ich vereise mal einen. Dann ist er wenigstens eine Runde im Außergefecht. Den anderen schicke ich schlafen. Jetzt können wir uns wirklich auf den in der Mitte konzentrieren. In der Hoffnung, dass der Paladin das überlebt. Wenn der drauf geht, wäre das richtig, richtig, richtig mies. Weil sobald der Paladin tot ist, fällt, glaube ich, echt die ganze Gruppe. Aber er muss auch Schaden machen, sonst baut er keine Bedrohung auf, ne? Erneuern wir hier den Feuerball.
Und ja, machen wir direkt einmal Naturwiderstand, verdammt. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Immer drauf hier, ne? Wann kommt die Heilung, bitte? Oh. Doppelschlag. Da ist sie. Hilft trotzdem nicht so viel. Er heilt sich noch einmal selber mit seiner Blitzheilung. Und mache hier einen Feuerball auf den Kleinen hier links, der ja aufgewacht ist. Das hält ja nur für eine Runde. Und hier einmal noch Zorn der Bestie hinterher. Hat auch einen Blutungseffekt. Wie wir ja wissen inzwischen. Und komm, ich mache den Pfeilhagel auf den linken beiden. Ja, das macht gut Damage. Der heilt sich ein bisschen, aber das ist auch gleich wieder weg. So. Jetzt hat sie wieder fast keinen Mana, ne? Und, aber er muss sich weiter heilen, ey. Er ist echt übel dran. Übel. Immun gegen Betäuben ist okay, aber der Schaden kommt trotzdem. So, Zorn der Bestie. Ja, habe ich wieder vergessen, Naturwiderstand. Ich muss mir mal anfangen, solche Sachen zu merken. Pfeilhagel hier rüber. Jetzt wacht der hier gleich auf. Das ist eher nicht so schön. Und das Schild vom Paladin dürfte auch gleich auslaufen, befürchte ich. Oje, 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 oje. Oh, ein Betäubungsschlag auf den, dass der vielleicht abfackelt. Und der Paladin ist tot. Ich hab's befürchtet. Oh, war ja. Naja, wir werden es hoffentlich trotzdem irgendwie überleben, den Kampf. Auf jeden Fall brauchen wir einmal Gaias Segen, damit Fräulein Goldbeere wieder Schaden machen kann. So, ich mache den Pfeilhagel auf alle. Oh weia, oh weia, oh weia. Bitte, 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 wir müssen den Dicken jetzt schnell wegkriegen. Aber richtig schnell. Das hat nicht gereicht, dafür ist der weg. Jetzt ist der Druide auch noch tot. Aber ich denke, wir schaffen es trotzdem noch so. Oh weia. Oh weia, oh weia, oh weia. Feuerball. Oh Gott, zwei tot, das ist mir ja noch nie passiert. Und jetzt geht bestimmt der Magier auch noch drauf. Nein, der Magier kriegt den Schaden nicht ab, Gott sei Dank. Super, sie hat keinen Mana mehr. Mag jetzt auch keinen Trank nehmen. Und der Magier ist weg. Jetzt wird's echt haarig. Junge, Junge, Junge! Boah! Scheiße! 11.500 DP, aber 4 tot. Und kriegen ein Goldmedaillon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, bitte alle wiederbeleben, logischerweise. Der hat jetzt natürlich die ganze EP bekommen, hat dadurch mächtig Punkte gemacht. Das ist also, hätte dummer laufen können. Dummer. Aber naja. Komm, Herzschuss hoch. So. Oh weia. Erstmal ins Bettchen und alle bitte wieder. Alle bitte wieder aufheilen. So, aufwachen. Nein, nicht noch ein bisschen länger rasten. Ich glaube, der Kuchen. Ist der Kuchen schon weg? Weiß nicht. So. Ah, einige ergreifen schon die Flucht. Bleibt standhaft, Männer. Ah, wir brauchen Ritter. Wenn das überstanden ist, werde ich hier eine Ritterakademie gründen. So, die Gruppe wird angegriffen. Mal was ganz Neues. Was bitte seid denn ihr? Kolibris? Und das? Ich habe keine Ahnung, aber das sind wirklich Kolibris. Schaut euch hier den Rüssel an. Witzig. So, schauen wir mal, wie viel das Gerät hier aushält. Och, das geht. Das kriegen wir kaputt. Wie viel macht denn der Herzschuss inzwischen? 22? Naja, könnte weniger sein. Komm. Erstmal Aggro ziehen. Ja, und dafür gibt es dann gleich die Regeneration. Das passt ganz gut, glaube ich so. Ich mache immer Meteor auf alle. Dann mal ein bisschen Grundschaden quasi verteilen. So, Doppelschlag wieder auf den in der Mitte. Den sollten wir echt schnell wegkriegen, so wie es aussieht. Jetzt machen wir einen Pfeilhagel. Das hat hier gekrittet, glaube ich. War nicht schlecht. So, dann schicken wir den hier rechts mal im Winterschlaf. Und der mittlere kriegt einen Feuerball ab. Der dicke. So, gleich mal 100 weg. Das geht gut. Doppelschlag hinterher. Und beim Pala wird es echt mal Zeit fürs Schild, ne? Boah, so richtig. Da ist er auch schon dran und heiliges Schild.
So, hier, naja. Naja, komm, mach Schaden. Zornebestie. So, super effizient. War jetzt natürlich ein bisschen blöd. Oh, Feuerball hier rüber, dass da sich auch was tut. Ganz toll, ey. Warum gehen die auf den... Ich habe noch keinen Schlag des Anführers gemacht mit dem Paladin, ne? Naja, trotzdem. Das, wenn wir das letzte geschafft haben, schaffen wir diesen Kampf auch. So, Herzschuss. Er wird einen Vorteil für mehr XP für die anderen. Also es geht Gott sei Dank nichts für den Verloren. Es wird nur anders aufgeteilt. So, hier. Naja, das sieht schon ganz gut aus. Wecke ich mal den anderen auch mit einem Feuerball auf. So, und hier machen wir einen Doppelschlag. Das sollte dann schon fast reichen. Nee, der hält doch mehr aus, als ich gedacht habe. Pfeilhagel kann ich auf beide nicht machen, weil sie zusammenstehen. Also machen wir den erstmal manuell kaputt. Schlag des Anführers hier. Also ich hoffe, dass der Brandeffekt jetzt reicht, um den auszulöschen. Ja, tut er auch. Der... Das Mana ist schon wieder aus von Fräulein Goldberry. Ich muss mal gucken, ob ich deren Magie-Item gebe in demnächst. Hatschuss. Und Schlag des Anführers. Und kommen einfach noch Feuerball hinterher. Und dann war es das schon. Die nächste Welle auch geschafft. Und für die gibt es auch nur 9600 DP. Aber viel Geld. Und ein schwacher Smaragdring. So. Erstmal wiederbeleben. Zack. Level up. Und gehen wir weiter auf den Herzschuss, würde ich sagen. Oder gehen wir auf den Pfeilhagel. Komm, machen wir Pfeilhagel. Auch mal hoch. Und, ne, das Übliche. Erstmal pennen gehen hier. Wir haben schon wieder 700 Gold. Nach dem Quest, mit jeder Nacht steigt die Gefahr. Nach dem Quest können wir, glaube ich, erstmal ausgiebig shoppen. Vielleicht können wir dann auch hier schon ein bisschen Level 20 Equipment runterbringen. So. Ah, noch eine, glaube ich. Fast geschafft! Die Gruppe wird angegriffen. Oha. Zwei Totenschädel und ein schwarzes Loch. Interessant. Ich muss dem Parler eine höhere Initiative geben, aber sowas von. Das ist fast noch wichtiger als Fräulein Goldbeeres. Fräulein Goldbeeres Mana, weil er ist ja erst an Stelle 5 dran und. Boah. Ja, Pfeilhagel. In der Hoffnung, dass ich es nicht bereue. So, Fräulein Goldbeere macht auch direkt den Doppelschlag. So, das geht sogar was auf den Parler, das ist gut. Aber jetzt muss ich muss den Schlag des Anführers machen. Ansonsten gehen die voll auf die Gruppe los. So, dafür kriegt er auch gleich die Regeneration drauf. Die wird er nämlich gleich bitter nötig haben. Und einmal Meteor auf alle bitte. So, die halten jetzt auch richtig viel aus, die Gruppe. Ne? War das jetzt 3x minus 1? Das kann doch nicht wahr sein. Kriegen die echt keinen Schaden von meinem Level 14er? Ja, ja. Schlag des Anführers. Auch mal da. Die kriegen keinen physischen Schaden. Die kriegen keinen physischen Schaden. Verfluchter Mist. Aber so kann ich sie ausschalten. Der Herzschuss dürfte natürlich auch nichts machen, ne? Minus 1, das ist ja lächerlich. Sie macht ja eigentlich Giftschaden. Und der kommt auch durch. Ist okay. Gut, dann muss ich hier aber trotzdem mit Schlag des Anführers mir die Aggro aufrechterhalten. Erzeugt ja trotzdem Bedrohung und das sind trotzdem 77. Hier ist ja eklig. Großes Problem ist, dass ich jetzt eigentlich mit dem auch Schaden machen muss, ne? Weil er macht ja auch keinen physischen Schaden, sondern Magieschaden. Komm, noch ein Feuerball hier. Mal wieder im Brandeffekt liegen. Ja, was soll ich machen, ne? Ne, jetzt war das... Das war... Nein, die waren gedebufft. Die haben ja vorhin hier was draufgekriegt, die drei. Ich verstehe. Liegt nicht am physischen Schaden. Gott sei Dank. Das wäre echt allzu übel gewesen. So, ich hau jetzt nochmal eine Regeneration oben drauf, damit die gleich durchkommt, weil sonst wäre der nämlich tot. Meteor. Und Pfeilhagel. Ja, ich hau die jetzt diesmal gleichzeitig runter, so gut es geht. Und der Parler bräuchte jetzt mal dringend sein Schild, wenn er nochmal drankommt. Ich schicke jetzt mal einen Winterschlaf. So.
und Feuerball mal auf den. Und bitte, 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 Pala. Wir brauchen dich dann noch. Herzschuss. Einmal auf den. Damit die möglichst bald ausschalten können. Betäubungsschlag, dann ist der erstmal außer Gefecht. Und sehr schön. Pala kann sein Schild machen.